Previously on Life is Strange Before the Storm. I felt like my dad's been lying about something for a while. I didn't know what it was. There is plenty of blame to go around. What does that mean? You forced my hand. This is a consequence of your actions, Chloe. We both agree that the best thing for everyone at this stage is for me to move in. In a million years, I never thought you'd choose David over me. Hey! Blackwell's done with me. I can't go home anymore. Is this junkyard all I've got left? Drew runs Oxy for Damon. Go to Drew's room, find the money, and I'll meet you to pick it up. Whatever you do, don't open the door. Oh, I want my fucking money! Juliet is wailing. That infernal inferno is the culprit, closing down the roads and robbing us of our aerial. No fucking chance. I swear to thee, we shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. What sayest thou to my most hopeful wish? Yes. Let's leave. For real. If you don't mean this, it's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. What would it take to convince you? Why can't you just tell me the fucking truth? Rachel, that woman you saw, that wasn't my mistress. That was your mother. I want to tell you all of it. But are you sure that Chloe should be here for... Chloe stays. Of course. In every way that matters, Rose is my wife and your mother. But the woman you saw at the Overlook, her name is Sarah. Your birth mother. I'm going to tell you everything, Rachel. Everything I've shielded you from for so long. But the truth can be hard to look at. Is this really something you're ready for? Chloe. I'm right here. Good. I need you. In high school, there was one person everyone adored. Her teachers, her friends. Sarah was everyone's favorite. Every boy wanted to date her. I could barely believe it when she picked me. Sometimes, I think that's what kept me blind for so long. She was so alive, so passionate about everything. Early on, though, I realized I wasn't enough for her. While the rest of us were pursuing college, careers, families, Sarah wasn't looking for any of that. She was looking for escape.
Sarah became pregnant, I thought it would solve everything. And it did. For a little while. Becoming your father was the greatest moment of my life. There was so much love, but I was still blind. However much she loved you then, it wasn't enough. For Sarah, the need to escape was always there. For over a year, I tried to help her. I made myself believe that she was still a good person. That no matter what happened, she would never do anything to hurt you. I was wrong. Eventually, I saw her for who she really was. A destructive person. Someone who could never be satisfied. Anyone or anything, even the love of her own daughter. I was desperate. I didn't know what to do. So I made a choice. I was never going to let her harm you again. What you saw at the Overlook, Rachel, it was true, we kissed. It was the saddest kiss of my life. It was a kiss goodbye. I told her that I was happy for her, that she felt like she'd gotten her life together, finally. But she didn't get to just decide one day to be a mother. Not after what she'd done, but after all the people she hurt. All the lives she destroyed. I told her she'd been given the greatest gift in the world. The chance to be your mother. And she squandered it. It pained me to hurt her like that. But I'd do it again. And again and again to keep you safe. So that was the first time you've seen her or spoken with her in 15 years? No. I send her money. Every single month. It's our arrangement. But now she wants to see me? Yes. But Rachel, it cannot be. Why not? If that's what Rachel wants. Drug addiction is a disease. It afflicts everyone, not just the addict. I will not allow you to be victimized by her disease again. Even if that's true, Rachel could still meet her. And maybe the fact that she wants to see me means she's gotten better. Maybe so. But consider that for 15 years, she's preferred that money to you. Rachel. I think I need to lie down.
can't leave Rachel to deal with this alone. Ja, und damit erst einmal herzlich willkommen nach diesem, ja, Prolog zu Episode 3 von Life is Strange Before the Storm. Ja, also erstmal wieder die Einführung in, ja, die neuen Ereignisse, die jetzt quasi geschildert wurden. Ende der letzten Episode haben wir ja gesehen, dass der Vater von Rachel, ja, quasi gebeichtet hat, dass Sarah, also die blonde Frau, die wahre Mutter ist, und jetzt oder bekommen wir auch die Hintergründe dazu geschildert, dass, ja, durch ihre Drogenabhängigkeit das Ganze dann zu Bruch gegangen ist und es besser war für Rachel oder beziehungsweise für die Erziehung von ihr, dass, ja, man sich von der richtigen Mutter trennt. Und jetzt, 15 Jahre später, schauen wir mal, wie das Ganze jetzt weitergeht. Also das wird jetzt wahrscheinlich der Hauptplot sein. Ich tippe mal auch, dass, genau, Sarah jetzt die letzte Person sein wird in unserem Tagebuch, die noch gefehlt hat. Den ganzen Rest haben wir ja in den letzten beiden Episoden schon kennengelernt. So, die gute Sarah, die haben wir ja persönlich auch schon ganz kurz getroffen in Episode 2, wo sie aus dem Wohnwagen von Frank rausgekommen ist. Was auch immer die beiden da gemacht haben. Lesen wir mal. Was kann man über eine Frau sagen, die so mysteriös ist, dass ihre eigene Tochter bis jetzt noch nie von ihr gehört hat? James erzählte uns, dass Sarah drogenabhängig ist und sich auf eine Menge verrückte Scheiße einließ. Und mit Drogen meine ich Überdosis und Tod in einer Gasse. Nicht, rauch mal ein Joint und guck dabei Anime. Oder Anime. Als Rachel ein Baby war, nahm sie Drogen, statt sich um Rachel zu kümmern. Die Dinge wurden so schlimm, dass James Rachel davon wegbringen musste. Das Komische ist, selbst als James von Sarahs furchtbaren Taten sprach, wirkte er immer noch auf sie fixiert, würde ich mal sagen. Man konnte sehen, welche Macht sie über ihn hat. Tatsächlich konnte ich nicht anders, als an Rachel zu denken, als er davon sprach, wie beliebt und faszinierend Sarah war. Das ist übrigens wahr. Also sie hat sehr viel von ihrer Mutter geerbt. Ob James es auch sieht? Vielleicht hat er ja deshalb solche Angst vor ihr. Jedenfalls ist Sarah jetzt in Arcadia Bay und will Rachel treffen. Nachdem sie jahrelang James' Geld annahm, um wegzubleiben, will sie plötzlich eine Beziehung zu ihrer Tochter. James wirkt skeptisch und Rachel, ich kann mir nicht mal vorstellen, was sie gerade durchmacht. Ja, also sie ist sehr, sehr durchgeknallt. Haben wir ja auch schon in Episode 2 so ein bisschen mitbekommen, dass selbst Frank Bowers, war es glaube ich, gesagt hat, halt dich bloß fern von der. Die hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Und ja, wir wissen ja, dass Rachel auch eine ziemliche Naturgewalt ist und ich glaube, das ist sehr stark vererbt worden von ihr. Rachel. Haben die eigentlich alle so eine Spiel? Okay, dann noch ganz kurz. Ich habe nochmal alle Graffitis nachgemacht, die uns noch gefehlt haben in Episode 1 und in Episode 2. Manche, da musste man zwei, drei Sachen vorher sogar noch machen, damit man die Graffitis auslösen kann. Und ja, bei einigen Sachen habe ich die tatsächlich einfach übersehen. Es waren, glaube ich, 5 oder so, die ich nicht hatte. Von daher, 15 hatten wir, 5 haben wir noch nicht gefunden gehabt. So, was fehlt uns denn noch an Orten? Ein Ort ist noch unbekannt. Was dieser letzte Ort wohl sein wird, mal schauen. Und dann haben wir noch eine neue Nachricht, eine Gruppen-SMS. Ach du Scheiße, sehe ich WhatsApp oder was? Rachel und Chloe, wo seid ihr zwei? Wir sind da auf der Party der Besetzung. Der Besetzung? Ach so, von dem Stück. Ich habe Rachel schon 8-mal getextet. Hey, ich glaube nicht, dass wir noch kommen. Chloe, du sollst kommen. Yeah, Chloe, du warst großartig, Süße. Hey, Chloe, super gemacht. Danke, aber ich kann nicht. Aber du warst umwerfend. Ohne dich hätte es keine Vorführung gegeben. Im Ernst, komm einfach. Bring Rachel mit. Tut mir leid, Leute. Ja, das wird wohl erstmal nichts. So, ich bin gespannt, was auch aus unserem Roadtrip jetzt wird. Also jetzt mit den neuen Ereignissen sieht es ja eher wieder nicht danach aus, dass wir uns verpieseln werden. So, gibt's neue Erkenntnisse über die Akte? Wahrscheinlich nicht. Whoa. Sarah Gearhart is a known associate of that psycho who attacked Drew. Then again, so is Frank. Ja. Okay, das ist ein neuer Text, glaube ich. Also das, was hier drauf ist, ist natürlich das gleiche. Aber der Text ist ein kleines bisschen anders gewesen. Rachel only knew half the truth when she set that fire. What if she'd known everything? Naja gut, sie wusste ja nicht, was sie da anstellt. Ich glaube, es war auch nicht wirklich ihre Naja, obwohl. Also, brennende Mülleimer in einen trockenen Wald. Tonight hasn't messed up Rachel's memories of family trips like this.
Ja, das wird sich jetzt natürlich alles ändern. Jetzt mit der Erkenntnis, dass die wahre Mutter ja nicht die ist, die im Haus wohnt. The Tempest Show feels so far away now. Das kennen wir doch auch schon alles. This is so painful to look at. Arcadia Bay? Ja, okay. How to go incognito? This seems like a James and Rose bookshelf. I can't imagine Sarah here instead. Also, alle Texte sind tatsächlich nochmal neu. Okay. Was haben wir denn als Aufgabe eigentlich? Bei Rachel sein, okay. Ja, wir reden erstmal. Wonder what James is thinking right now. Oh. This must be hard for you too, Mr. Amber. It could be far worse. My biggest fear is that Rachel will try to meet Sarah. I've dreaded it. So that's why you never told her? You have no idea what pain Sarah's caused. Her addiction has led her to do terrible things. I don't want Rachel to go through any of that. Na gut, das linke ja, aber warum eigentlich? I don't understand. Are you afraid that Sarah would do something to Rachel? I don't think she would deliberately harm anyone. But addicts can cause tremendous harm without meaning to. Yeah. But Rachel's not a baby anymore. Listen to me. Sarah brought criminals and drug dealers into our home. She put Rachel in serious danger just to chase her habit. Do you think Sarah is involved with any of the drug dealers around here? It wouldn't surprise me if she were. That's who she is. Chloe, I believe Rachel trusts you more than anyone else right now. Is this where you ask me to manipulate Rachel into doing what you want? This is where I ask you to do as your conscience dictates. But please, put my daughter's safety first. Ja, natürlich wollen wir nicht, dass irgendwas passiert. Na gut, in einer unbestimmten Anzahl an Monaten später ist es eh zu spät, aber ja, wir versuchen es natürlich, ne? That is something I will always do. She's so young. You are too. But I know you've experienced loss. Protect her from that. Please. I'll do what I can. I care about her too, you know? I know. Thank you. Please. Ach ne, you're welcome. Okay, James. Dann schauen wir mal, was wir machen können. Ich bin mir trotzdem noch nicht sicher, was Sarah, also außer, dass sie drogenabhängig ist und mit Drogendealern und Kriminellen zu tun hat. Ja, ist ja normal. Aber ich glaube, die hat auch irgendwelche Charakterzüge an sich, die, glaube ich, nicht die feinsten sind auf der Welt. Hard to argue that Rachel would have had a better life with Sarah. But does that make what James did right? Ja gut, das ist natürlich schwer zu beurteilen. Das muss, glaube ich, jeder für sich selber wissen. Holy shit. Rachel completely destroyed that table. Zumal er sie ja einfach nur vor der Gefahr geschützt hat. Also ich glaube, das würde jeder Vater tun. Oder Mutter. I guess there's worse things than growing up around fancy stuff like this. Ach ja, das war ja... stimmt. Da hat sie sich ja über den Künstler lustig gemacht. Family picture. It's so weird to look at this now. Wie sieht der Typ, also hier der James, auf den Fotos immer ganz anders aus wie in Realität? Wie sieht, der sieht ja auf den Fotos immer so dick aus. Er ist ja eigentlich gar nicht so dick in Natura. So, Rose. Kommen wir gleich zu Ihnen. Miss Rose. Can't believe I was feeling goofy enough to draw that just a few hours ago. Ach so, okay, den Papier. So, wie geht's ihr denn? I can't even imagine how she must be feeling. Hey, Mrs. Amber.
I think it's Rose at this point, considering everything. Okay. Rose. Do you need any help with anything? That's very kind of you. Could you get out the broom for me? It's in the breezeway, door to the left of the fridge. Na, aber bien sûr, Miss Rose, Miss Ember. No problemo. Ich denke, wir haben jetzt auch alles angeguckt. The broom. T-Shirt. Hey. Cool graphic. Rachel was really getting rid of this? Können wir uns doch bestimmt nehmen, oder? Haben wir gleich noch ein T-Shirt gesammelt? Mrs. Amber, could I have this? Oh, sure, Chloe. Rachel was going to give it away anyhow. Thanks. So, stecken wir uns bestimmt wieder in die Hosentasche. Dann haben wir es schon mal. So, Broom. Na, ist hier noch irgendwas? Ne. Dann bitteschön. Schön in den Hals gestochen. Ne. Here you go. Thank you. I'm really quite glad that you're here. Thanks. But why? While Rachel's dealing with all of this, it's a relief to know she can talk to you. How are you doing, Chloe? How am I doing? Your generation loves to talk about how awkward different things are. Well, this must be pretty awkward, I'd imagine. No, definitiv. I guess I'm not great. Rachel and I were really happy a few hours ago, and now... Maybe you can see why James wanted to keep this a secret. There are many painful things about Rachel's past, including my own role in hiding the truth. Ja, James hat gelogen, aber wie gesagt, er wollte sie ja beschützen. Sarah shouldn't have taken money over seeing her daughter. You know, I am so thankful to her that she did. It gave me the opportunity to be Rachel's mother. I never knew how much I could love someone until I had Rachel. But hearing the truth after all these years hurt Rachel more than anything. I'm not happy with James for the whole way this came out. You're not happy with James? What about what he did at the Overlook? It might be hard for you to understand, but after 13 years of marriage, I'm not threatened by what happened. You're right. I don't understand. You don't have to worry about me or James. Rachel's the one who needs you right now. Do you think Sarah is dangerous? I've never met her, so I don't know. But I'm inclined to trust my husband. His entire life is about keeping people safe. Rachel's extremely fortunate to have him as her father. Thanks. Thank you, Chloe. Ja, ja, ja. Ja, ich glaube, vielleicht ist es für die Eltern natürlich jetzt erstmal beschissen, aber vielleicht auch eine Erleichterung, dass es jetzt erstmal alles raus ist. Und naja, dass jetzt mal die Wahrheit ans Licht gekommen ist. Klar, ich sag mal das mit Sarah. Müssen wir mal gucken. Ich gehe fest davon aus, dass wir... Rachel took that pretty hard. I should see if she's okay. Dass wir die definitiv noch sehen werden, die Sarah, und sie uns über den Weg läuft. Aber naja, ich denke mal, wir müssen erst nach oben gehen.